Willkommen zurück, Hamburg um Anders Bürgerschaftsspezial. Wir haben euch gefragt, welche Themen euch wichtig sind und haben diese dann den PolitikerInnen gezeigt. Hier ist das zweite Thema, Wohnen in Hamburg. Ja, Sie sollten mal konkret hier was wegen diesen Mieten machen, bauen in sozialverträglich und diese ganzen Sozialwohnungen, die frei werden, zurückkaufen und dass das Wohnen in dieser Stadt nicht an fremde Hände geht. Das finde ich was ganz Wichtiges. Und mir wäre schon wichtig, dass kleine Projekte erhalten bleiben, dass eben nicht nur allein ein Vorzug gegeben wird für große Einkaufszentren und, sondern dass das, was so beispielsweise hier den Kiez ausmacht, dass das erhalten bleibt. Und da würde ich mir wünschen, dass die Kommunalpolitiker, und hier sind es ja Landespolitiker, dazu beitragen würden. 69% der Hamburgerinnen haben sich für staatliche Eingriffe in die Mietenpolitik ausgesprochen. Das bedeutet auch ganz konkret, sie sind auch für einen Mietendeckel. In Berlin wurde nun der Mietendeckel eingeführt, gesetzlich beschlossen. Und auch wir Linken sind eben dafür, dass Hamburg den Mietendeckel einführt, damit für 5 Jahre die Miete eben auch eingefroren werden kann und nicht weiter steigt. Das würde tausenden Hamburgerinnen und Hamburgern helfen. Von Mietendeckeln, so halten wir gar nichts, das ist auch ein Eingriff in Eigentumsrechte. Und was aus einer staatlich verordneten Wohnungsbaupolitik, was damit passiert am Ende, das haben wir ja schon mal auch gesehen in Deutschland. Das Wichtigste in Hamburg ist, dass alle hier das Leben sich erlauben können, dass es bezahlbar bleibt. Und dazu gehört vor allem eine bezahlbare Wohnung. Deswegen hat die SPD wieder begonnen, aktiv Wohnungsbau zu machen. Das war ja völlig zum Erliegen gekommen. Es gab überhaupt keinen städtischen Wohnungsbau mehr, als CDU und Grüne regiert haben. Und seitdem haben wir jedes Jahr 10.000 Baugenehmigungen erteilt. Es ist wieder zu einem einigermaßen Ausgleich gekommen zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. Das heißt, die Mieten steigen nicht mehr so stark wie früher und vor allem sehr viel geringer als sonst überall in Deutschland. In den letzten Jahren ist in Deutschland, das geht nicht nur Hamburg, das ist Bundesgesetzgebung, ist das Bauen laufend verteuert worden mit Dämmverordnungen und so weiter, sodass es in Deutschland einen Quadratmeter Wohnraum zu bauen wahnsinnig teuer geworden ist. Wir würden das verschlanken, wir würden Genehmigungsverfahren müssen schneller werden. Es darf nicht sein, dass man 1,5 Jahre auf eine Baugenehmigung wartet, was man immer wieder hört, nicht nur in Eimsbüttel. Um bezahlbaren Wohnraum zu haben, müssen wir weg vom Drittelmix und wir müssen hin, dass wir 50% Sozialwohnungen bauen, die Freistellungsgebiete endlich aufheben und gleichzeitig auch aufhören, Grundstücke in städtischer Hand zu verkaufen an private Investoren und 100%igen Sozialwohnungsbau auf diesen städtischen Grundstücken durchführen. Wir haben im Mietenspiegel jetzt festgestellt, im Durchschnitt steigen die Mieten in Hamburg noch um 1,3%. Das ist weniger als die Inflationsrate und weniger als der Anstieg von Löhnen, Gehältern und auch Renten. Das muss aber jetzt weitergehen. Wir wollen in besonders nachgefragten Lagen den Anteil von gefördertem Wohnraum auf 50% oder bis zu 50% erhöhen. Wir wollen, dass grundsätzlich nur noch im Erbbaurecht vergeben wird. Wir wollen stärker darauf setzen, dass in die Höhe auch gebaut wird, da wo es angemessen und geeignet ist, um gleichzeitig auch den grünen Charakter, das grüne Gesicht der Stadt zu erhalten. Denn auch das ist immer eine soziale Frage. Grünflächen, Aufenthaltsqualität und Lebensqualität. Wir müssen aber für die Gruppen, die sich das nicht leisten können, diese Mieten, auch besondere Angebote schaffen. Das heißt zum Beispiel für Studierende, das heißt zum Beispiel für Menschen, die in der Ausbildung sind, die, wenn sie aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, sich die Mieten gar nicht erlauben können. Das heißt auch für Menschen mit Behinderung und das heißt auch für Menschen, die mit Blick auf ihre finanziellen Möglichkeiten dann über den sozialen Wohnungsbau eine Wohnung bekommen müssen. Und das muss insgesamt im Gleichgewicht sein. Wir wollen auch in die Höhe gehen, damit wir nicht so viel Grünflächen verbrauchen. Also den Bebauungsplänen überarbeiten, dass da nicht nur ein oder zwei Stockwerke sind, sondern auch mal noch in die Höhe geht. Also bis 4 Stockwerke wollen wir es gerne haben. Und als weiteren Punkt, dass es nicht nur darum geht, viele Wohnungen zu haben, sondern auch ein lebenswertes Quartier zu haben. Deswegen bei jedem Neubauprojekt auch insgesamt die Infrastruktur mitgedacht werden muss. Wir wollen eine zweite städtische Wohnungsbaugesellschaft neben der SAGA und da können dann auch genau solche Dinge aufgegriffen werden, wie der eine Herr gefordert hat, nämlich dass man unterschiedliche Baumodelle, genossenschaftliche Projekte, Wohnprojekte auch stärker in den Blick nimmt. Also für die besonderen Bauvorhaben dort eine zweite Gesellschaft. Mietendeckel, Sozialbau oder eine neue Sage,
Welche Argumente haben euch überzeugt? Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video.